auf Onbeat Battle! Yeah! Sehr gut, denn diese zwei Motherfucker, die haben das auch. Ihr kennt die zwar vielleicht noch nicht, aber ihr werdet sehen. Auf meiner rechten Seite. Motherfucker, die das VBT verfolgt haben, kennen ihn vielleicht bereits. Motherfucking Tom! Und auf meiner linken Seite, den Mann kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht, aber das hat nichts zu bedeuten, denn nach diesem Match werdet ihr wissen, warum er hier steht. Macht Lärm für Shorty Johnson! Ja, Mann, das Match wird auf dieser Seite beginnen. Erste Runde, Tux! Mach mal Lärm von da aus! Yeah. Sag mal, was los, Shorty? Zeig uns paar Flows, Shorty. Liefer uns doch mal ne Show, Shorty. Zeig uns mal, wie du performst, Shorty. Denn das ist eine Crowd, von denen dich keiner kennt. Und jeder will sehen, was du so drauf hast. Wenn du nicht die Leistung bringst, die man von dir erwartet, kassierst du nen Laufpass. Shorty, du bist so ein ekelhafter Freak. Bei deinem Anblick und dem Namen fühle ich lediglich, dass ich... Geh doch mal weg. Alleine beim Gedanken in deine Haut zu stecken, bekomme ich schon PTBS. Deswegen fress ich gegen den Stress, Benzodiazepin. Ja, genau das Zeug, was du liebst. Du kommst wie der letzte Junk auf mich zu und fragst, ob du was abkriegst. Und falls ich das verneine, sagst du dann, ich geb dir ein paar Cheeseburger, Bruder, ey, ich lutsch dir auch deinen Schwanz. Oh, ja, die Sucht hat dich zerstört. Und wer nicht checkt, was ich mein, den lade ich einmal bei ihm reinzuhören. Klickt auf ne x-beliebige Stelle in nem x-beliebigen Part. Kurz danach hört man das erste Mal Benzos hier und Benzos da. Du redest noch mehr davon, als ich von meinem Schwanz oder vom Ficken. Und wer mich kennt, der weiß genau, dass zu überbieten ist was Krasses. Und jetzt zeig uns doch mal, ob du es schaffst, hier makellos zu spitten. Unter dem Druck zu wissen, dass die Wirkung der letzten Pille langsam nachlässt. Jetzt, erste Runde, Shorty Motherfucking Jordan! Jungs, ihr feiert den? Der kennt nicht mal die Band auf seinem Shirt. Du siehst aus wie Mitte 40, wahrscheinlich bist du's wirklich. Was mich bei dir interessiert, warum du eigentlich noch hier bist. Musst du nicht ne Runde fürs JBB für Arme drehen? Die Alphabeten-Tracklist reicht bestimmt nicht für die Hall of Fame. Seit 2014 verbesserst du dauernd das Netz mit deinem heftigen Wackshit. Wenn es endlich da mal einen Sieg für dich gibt, bist du Opfer schon längst deine 60. Freestylend im Auto, Raps und Schießeisen und Frauen. Doch in Online-Battles wirst du von Partien's einfach verhauen. Sag's wirklich, du rappst länger als dein scheiß verfickter Gegner lebt. Zocks erste Texte kann man safe auf Steinwänden in Höhlen sehen. Versteh wirklich nicht, was das Ganze hier bringt. Die Erfahrung macht doch keinen Sieger. Das wirkt auf mich fast wie ein Experiment. Wie oft man bei sowas verlieren kann. Wieder eine Erfahrung mehr. Wieder heult dir kein Mensch hinterher. Wieder wirst du im Netz und bei Kindern beleidigt. Das freut dich doch ganz sicher sehr. Damals hat das VBT dir doch wirklich noch paar Klicks gebracht. Nur leider hat dich jedes andere Battle dann zum Witz gemacht. Mittlerweile weiß es wirklich jeder. In der Crowd kommt der Toxima zum Battle, fliegt der gegen Kinder raus. Sag was zu meinem Style, den du hier nach sicher beitest. Wird dir sicher noch gefallen, wenn die Midlife-Crisis einsetzt. Yeah! Düsseldorf, das geht hier doch schon mal sehr, sehr, sehr gut los. Macht mal ein bisschen Hip-Hop-Feeling. Hit mal in der zweiten Runde mal die Arme, Alter. Zweite Runde, Tux! Hände hoch, ihr Motherfucker, was los? Also so laufe ich nicht rum. Und ich bin noch nicht mal 30, Alter. Lassen wir das Muttergeficke. Dein ganzer Look schreit, du willst dich ritzen. Und wenn ich diesen Satz dann auf deinen Namen schreib, wird mit einer Klinge die Aussage unterstrichen.
Du bist ein von Selbstzweifeln und Depression zerfressener Mensch. Du hast kein Selbstwertgefühl und es gibt niemanden, der dich hält, nicht mal du selbst. Deswegen umgibst du dich mit toxischen Menschen, das sieht wirklich jeder. Und wenn du das am Streiken willst, dann check vorher nochmal den Namen von deinem Gegner. Merkst du was, du steigst doch nur in den Ring, weil du gepeinigt werden willst. Und was dich an der Sache erst so richtig erfüllt, die ganze Scheiße wird gefilmt. So kannst du das Battle immer wieder sehen und dein Leid steigerst du künstlich. Denn meine Parts geben dir dasselbe Feeling, wie wenn eine Geißel dich züchtigt. God damn, scheinbar ist dir dein Leben nichts wert. Suizid ist nicht so schwer, my man. Wenn du es richtig machen willst, schneid nicht quer, sondern längs. Und falls die Klinge zu viel für dich ist, wird stattdessen ein Stuhl und Strick genommen. Oder tritt dir mal selbst in den Arsch und sag deiner Psyche, dass sie sich ficken soll. Dann bleiben wir auch von deinen Tracks über Drogen, Tod und Suizid verschont. Doch es dauert nicht lang, bis du wieder in ein Loch fällst und die bösen Geister wiederkommen. Wenn ich Urlaub machen will, dann in Spanien am Strand und sonne mich da. Du reist mit nichts als einem Seil in der Hand nach Japan in den Aokigahara. Ach, was rede ich da? Für Urlaub hast du ja noch nicht mal Kleter am Start. Und wenn ich dich heute nicht in meinem Auto mitgenommen hätte, dann wärst du nicht da. Damn, bist du ab. Und jetzt? Ja? Rewind! Rewind beim On-Beat-Debüt, Alter. Sheesh! Hey, Arme hoch! Was ist los? Lassen wir das Muttergeficke. Dein ganzer Look schreit, du willst dich ritzen. Und wenn ich diesen Satz dann auf deinen Namen schreib, wird mit einer Klinge die Aussage unterstrichen. Du bist ein von Selbstzweifeln und Depression zerfressener Mensch. Du hast kein Selbstwertgefühl und es gibt niemanden, der dich hält, nicht mal du selbst. Deswegen umgibst du dich mit toxischen Menschen, das sieht wirklich jeder. Und wenn du das abstreiten willst, dann check vorher nochmal den Namen von deinem Gegner. Merkst du was, du steigst doch nur in den Ring, weil du gepeinigt werden willst. Und was dich an der Sache erst so richtig erfüllt, die ganze Scheiße wird gefilmt. So kannst du das Battle immer wieder sehen und dein Leid steigerst du künstlich. Denn meine Parts geben dir dasselbe Feeling, wie wenn eine Geißel dich züchtigt. God damn, scheinbar ist dir dein Leben nichts wert. Suizid ist nicht so schwer, my man. Wenn du es richtig machen willst, schneid nicht quer, sondern längs. Und falls die Klinge zu viel für dich ist, wird stattdessen ein Stuhl und Strick genommen. Oder tritt dir mal selbst in den Arsch und sag deiner Psyche, dass sie sich ficken soll. Dann bleiben wir auch von deinen Tracks über Drogen, Tod und Suizid verschont. Doch es dauert nicht lang, bis du wieder in ein Loch fällst und die bösen Geister wiederkommen. Wenn ich Urlaub machen will, dann in Spanien am Strand und sonne mich da. Du reist mit nichts als einem Seil in der Hand nach Japan in den Aokigahara. Ach, was rede ich da? Für Urlaub hast du ja noch nicht mal Knete am Start. Und wenn ich dich heute nicht in meinem Auto mitgenommen hätte, dann wärst du nicht da. Damn, bist du arm. Doch bis zur nächsten Vacation ist es nicht weit. Denn das einzige Meer, in dem du schwimmst, ist dein Selbsterschaffnis aus Selbstmitleid. Denn die Art, wie du rappst, die Art deines Styles, die Art, wie du redest, die Art, wie du schreibst, die Art deiner Witze, die Art, die du zeigst, ist nichts als ein Hilfeschrei. Früher warst du sicher ein fröhlicher Junge, doch heute nur noch der traurige Typ, den du in deinem Spiegelbild erkennst. Und egal wie bunt du die Welt sehen willst, deine Synapsen gewähren dir maximal einen Sepia-Effekt. Du bist ein Nichts, wirst es auch bleiben. Und bevor du mir widersprichst, sag mir, wie soll ich dich respektieren, wenn es nicht mal der Kerl tut, den du im Spiegel siehst. Zweite Flasche. Teuer, Wasser, welche? Jetzt kriegt ihr die zweite Runde. Yeah, yeah. War ja nett, Opa. Ja, ja, ja.
Du kannst sagen, was du willst, doch der Scheiß bleibt für mich einfach. Ich werd gerade mal gewinnen und du darfst mich auch noch heimfahren. Die Blamage ist perfekt, denn der stark betagte Bastard wollt das Battle hier nur machen, kriegt er Geld für seine Anfahrt. Weiß nicht, für was du dich hältst, ey, du überschätzt dich wohl selbst, ey. Nach deiner Leistung mit Server, du peinliches Etwas, willst du also wirklich noch Geld? Way, find ich gar nicht mal so geil, so eine Scheiße abzuziehen. Wieso sollte man was kriegen, wenn man's einfach nicht verdient? Nur weil man einfach nichts verdient und seine Chance leicht verspielt. Glaubst du, du hast gegen mich die Chance einfach zu verdienen? Aber nein, du bist kein Gegner, du bist nur der jokende Partner von Seba. Und so eine Flasche, mich wundert es echt, dass man dich bei der Sache mit Maß nicht gesehen hat. Lauf mal lieber weiter, wenn man dich in deiner Gegend sieht. Für dich bedeutet das dann nämlich große Gefahr. Doch du bist so von dir geblendet, dass du mich nicht kommen siehst und dann zu spät bemerkst, dass ich schon lange hinter dir war. Halt jetzt deine Fresse und geh mit Frauchen Wäsche machen. Keiner deiner Texte bringt mich jemals an die Grenze, Lappen. Einwandfreies Battle, zumindest geht's um meine Runden. Deine Runden waren wie immer einfach reine Zeitverschwendung. Ey, Fresse halten! Runde 3, Jux! Ich kann dich auch einfach mit dem Zug fahren lassen, Alter. Drei Talks gegen Shorty Taunton. Wenn ich mit dir fertig bin, du halb tot am Boden liegst, am Verbluten bist, bist du überall nur noch bekannt als Shorty Tampon. Ja, ich weiß, der Vergleich war ein bisschen cringe, doch genau das erfasst er ja perfekt. Denn alles, was die Pussy in seinem Mikrofon so rappt, hatte kennt die Kenntnis genauso in irgendeinem Text. Du bist doch kein Gegner für mich, du bist doch nur ein Gegner für dich. Krieg doch erstmal deine Psyche in den Griff und dann komm ich. And I'll keep it on a goddamn higher level. Deine Lines sind nicht scheiter, also lass es so sein. Ich tu dir den Gefallen und werd es gleich beenden mit nem Griff zur Sense. Und ich wäre für dich ein Held, so wie Nelson Mandela. Doch deine Haare wären sie ab, denn zu deinem Bedauern bist du ein echtes Tangela. Selbst dein Körper will dich leiden sehen. Du kleines Mädchen musst eingestehen, bist leider nicht ganz frei vom Frevel. Stein und Schwefel auf deinen Schädel. Kein Plan, warum der Kleingeist hier steht. Denn jede deiner Lines ist so eh. Wie zu battle ist genau wie ficken, weil du keine plastische Schimmer hast, wie das geht. Weil du eine Jungfrau bist, du hattest niemals zwei beim Bett. Denn du bist so hässlich, selbst deine Hände verweigern dir Sex. Aber für dich zählen innere Werte. Nur leider Gottes bringt es nichts, wenn dein Inneres von den Drogen schon komplett vernichtet ist. Doch du denkst, dass du hier die Fäden ziehst, obwohl man nix nach dem Heilen deiner Wunden die Fäden zieht. Weil du gegen den Berserker nackt und unbewaffnet die Fäde ziehst. Ich war, bin und bleibe der Geilste. Der menschliche Körper besteht aus 656 Muskeln, aber deine hat keine, weil dein ganzes Körper zerbrannt ist. Schieß auch beruflich am Straßenstrich. Da wirst du von mir so tief in den Arsch gefickt, dass ihr beim Niesen wichst aus der Nase spritzt. Ich hab bisher bei keinem Mann älter als ein Jahr solche Wangen gesehen. Diese Hamsterbacken anzufassen ist ein Privileg. Bei dem Anblick von dem blassen Shorty kam mir die Idee. Ich zerbecke dich und lasse dich abkühlen. Hab so meine eigene Eistee-Marke namens Shorty. Ist das kreativ oder ist das kreativ? Wenn ihr das Boden ausgeklügelt haltet, dann fickt euch ins Knie. Denn es ist Motherfucking Talks zwischen Wahnsinn und Genie. Ich hinterlasse Schutt und Asche auf dem Pfad, den ich marschiere. Und jetzt auch das krasse Finale, macht Lärm für die dritte Runde von Shorty! Yeah, yeah, Altenheim hat jetzt Feierabend. Mach mal Arm hoch! Ja, yeah, ja. Yeah. Nichts, was du laberst, wird mich immer treffen. Du bist ein Versager und kriegst auf die Fresse. Es ist auch egal, ob du hier wen bezahlt hast. Verlierst deine Gage, doch eh auf der Heimfahrt was. Wenn man deinen Namen sagt, kommen alle Leute einfach direkt angerannt und haben massenhaft Stories aus deinem Leben. Sorry, die muss ich gleich mal erzählen. Hast wirklich sturzbesoffen, schniesens Rucksack rumgetragen. Brauchen die immer einen Diener, muss man Zox nur kurz mal fragen. Dass dich keiner von denen leiden konnte, scheinst du nicht zu merken. Denn im Camp gingst du auch 80 einfach weiter auf die Nerven. Kamst alle 5 Minuten an, wisst ihr, wo man
mein Perso ist. Bis dann nur noch jeder meinte, junge Mann, jetzt nerv doch nicht den Perso. Hatte 80, nur damit du das jetzt weißt. Er war 5 Tage am Suchen und er legte damit Lines. Alles, was du laberst, kann ich einfach so vergessen. Ich begrabe deine Frontier mit paar einwandfreien Texten. Werd aus, denn ich schlau, deine Masterkartenfresse wirkt auf mich, als würdest du auf anderen Zeiern rappen. Was? Du wirst ein einsames Leben. Geh in den Reichstag und beten. Weil ich schon Feier und Stage bin, hast du hier echt keine Chance zu gewinnen. Du führst ein einsames Leben. Geh in den Reichstag und beten. Weil ich schon Feier und Stage bin, hast du hier echt keine Chance zu gewinnen. Junge! Was für geile dritte Runden! Düsseldorf macht nochmal Lärm für die Beine! Unjudged, Omni-Battle, Alter. Richtig geil. Danke Düsseldorf, danke Chox, danke Shorty, wir sind raus. Yo, don't let the label label you. Wir kommen vom Battle direkt ins Interview. Und zwar mit Shorty Taunton gegen Tox. Ein ganz besonderes Battle, weil es einfach wirklich ein Newcomer-Battle war, aber nicht auf dem Newcomer-Event. Um es kurz zu erklären, ein Top-Tier-Battle-Rapper hat die zwei empfohlen. Dieser Top-Tier steht da, es ist anonym. Ein Homie von den beiden und normalerweise läuft es nicht so, nicht, dass jetzt jeder kommt und sagt, ey, ich habe zwei Freunde, die battlen wollen. Aber ich habe ihm vertraut und es hat sich ausgezahlt. Es war nämlich ein sehr, sehr starkes Battle. Und auch noch für euch zu Hause zu wissen, nicht einfach, denn es war nach dem Main-Match. Wir hatten Jarambo, Brian Damage und dann den On-Beat-Block. Das heißt, ein Newcomer-Battle direkt nach so einem Main-Match. Props an euch beide. Das habt ihr auch wahrscheinlich nicht erwartet, oder? Dass dieses Slot so kommt, oder? Nee, es war so auf der Hinfahrt, hieß es noch so, wir sind als erstes dran, als Opener. Und dann so zwischendurch von Arno so eine kryptische Nachricht bekommen. Erstmal, wann seid ihr dran? Wann ist Opener? Und dann hieß es so, ja, ihr seid als letztes. Also es war einfach kompletter Change, so eine halbe Stunde, bevor wir da waren. Welcome to Diltelier. Ja. Nee, also der Grund dafür ist, um es zu kurz zu erklären, ist, dass Jarambo sehr, sehr krank war und das Battle fast absagen hätte müssen und einfach so schnell wie möglich battlen wollte. Und dann dachten wir, wie verschieben wir das jetzt? Und dachten, okay, On Beat macht am Ende Sinn, da sind die Leute, haben noch Power und kriegen noch mal extra Power durch den Beat. Und es hat ja auch gut funktioniert. Dich kennt man ja sogar ein bisschen aus der Battle-Rap-Welt, durch du und deine Lines. Erklär mal so ein bisschen die Story, wie du jetzt von dort hierher gekommen bist, der Laufbahn. Was passiert ist in der Zeit zwischen deinem ersten Battle bis jetzt? Ja, so angefangen so mit Battles habe ich damals hier VBT und alles, was ja viele damals angefangen haben. Da gab es das noch gar nicht. Nee, nein. 2011 war ich das erste Mal dabei und dann habe ich mir halt immer mehr Live-Battles angeguckt, Rap am Mittwoch, Diltelier etc. Und dann dachte ich mir so, boah, da habe ich auch richtig Bock drauf. Und dann 2015 war hier ein Event in der Panke und da habe ich halt einen Chief angeschrieben, habe ihm ein paar Sachen geschickt. Da hat er mir das Match klar gemacht und die Vorbereitung habe ich überhaupt nicht genutzt. Ich habe auf der Fahrt zum Battle den Text erst geschrieben, dementsprechend war auch die Leistung. Und ja, seitdem gab es dann auch nur wieder das ein oder andere Video-Battle. Aber sonst halt auch nichts. Und dann, ja, Anno die Chance ermöglicht, dann hier nochmal eine zweite Chance und ja. Jedes Mal dann auch vernünftig gelernt und geprobt, also gelernt von deinem Fehler im ersten Battle. Ja, aus Fehlern lernt man definitiv und ich denke mal, dass ich die zweite Chance auch ganz gut genutzt habe. Na, auf jeden Fall. Und wie ist bei dir? Was ist so dein Battle-Background? Oh, ey, so eigentlich ganz traurig, ähnlich wie bei ihm so ein bisschen der Online-Battle-Shit, obwohl ich ihm das ja so auch so ein bisschen strikt rausgedreht habe. Aber ich war da nie so aktiv, keine Ahnung. Es ist einfach naheliegend so. Ich mache Rap, also will ich auch so ein bisschen besser rappen, so einfach um sich auch zu messen. So. Es ist ja auch so ein bisschen, wer hat das bessere Skillset am Ende des Tages? Ja, und dann irgendwann Anno angeschrieben, wenn ich hier mal mitmachen wollen würde, was müsste ich denn machen? Und er so, ja, dies, das, bisschen schwer. Erstmal bei Battle of the Beats oder Beasts, ich weiß es jetzt nicht, sorry, geguckt gehabt, aber ging dann nicht wie hier, mir wurde gesagt, wegen deinen Fahrtkosten. Ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich habe nur gesagt, ein paar Getränke-Coupons reichen mir. Kann ich tun. Okay, dann. Oh, kann ich bestätigen. Ja, dann kam es halt irgendwie über, darüber zu Diltelli so. Ja, also was auch interessant ist, das Match haben wir ja nicht gefixt und Arno hat ja auch nicht einfach zwei MCs gebucht, sondern ihr kanntet euch ja auch schon, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Nee. Nee, gar nicht? Eigentlich gar nicht. Also okay. Er hat so ein bisschen mit Leuten aus meinen Kreisen zu tun gehabt, aber auch nur ganz wenig, aber ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Das heißt, die einzige Connection ist, dass ihr quasi beide mit Arno befreundet seid? Ja.
Okay, ja, sondern umso mehr Props, Alter. Ich dachte, ihr kommt wie, wir hatten ja beim letzten Event dieses Ding mit Caranovas Homies, ne? Ja, genau. Das, aber ja, umso cooler so. Könnt ihr euch denn auch vorstellen, A Cappella nochmal zu machen? Safe, absolut. Habe ich mega Bock drauf. Aber siehst du jetzt, was ist so, erst deine Sparte? Also, muss man sich eine Sparte aussuchen? Ich habe auf beides Bock. So, ja, da wird man ja sehen, was so besser funktioniert hat im Endeffekt dann. Ja, geil, geil. Und bei dir? Könnte ich mir grundsätzlich auch vorstellen, aber vorerst will ich mich auf Onbeat fokussieren. Da liegt definitiv die Stärke und die will ich voll und ganz auskosten und voll und ganz ausschöpfen. Wenn man euch jetzt so ganz, ganz objektiv betrachtet, würde man denken, ihr seid ziemlich unterschiedliche Kerle, ne? Auch vom Lebensweg, das ist so Yin und Yang richtig. Ja, ja. Ich gehe mal ganz, ganz, lehne mich ganz weit aus dem Fenster und behaupte, du bist auch ein bisschen Fan von Rock und Crunch. Ja, Punk eher. So, also auch Pop-Punk, so, da werden mir jetzt 10.000 Leute sagen, du bist kein richtiger Punk, wenn du das weißt. Aber ich liebe Sum 41, Avril Lavigne, sowas muss man einfach hören. Und die Hip-Hop-Richtung? Die safe, so Ghostman, Puya, Suicide Boys, absolut meine Sache. So. Hat angefangen mit den ganz schlimmen Untergrund-Deutsch-Rappern Kay Kani und Co. Also, und dann deinem Hip-Hop-Background? Alles Mögliche immer mal wieder, worauf ich Bock hatte, so gehört. Ist auch nie irgendwie, dass ich so mich musikalisch so vom Geschmack her auf irgendwas fokussiere, sondern eher so einzelne Songs aus allen möglichen Genres feiere. Also da ist auch gegebenenfalls mal vielleicht ein bisschen Pop dabei oder ein bisschen Schlager im Extremfall sogar. Aber so Hip-Hop-technisch, da gehen wir schon in dieselbe Richtung. Ghostman, Suicide, SF. Yes. Kommen wir ganz kurz zu den Beats. Die wurden ja von euch geklärt. So. Also wer von euch hat die Beats nochmal bestimmt? Oder? Also ich habe quasi einen mehr oder weniger ausgesucht. Ich habe halt von meinem Kollegen, jetzt kann ich auch endlich den Shoutout geben, habe ich auf der Bühne voll vergessen. Alex Perf hier, sorry Digga. der hat mir so einen Google Drive Ordner voll mit Beats geschickt und hier gesagt, nimm. Und dann habe ich ihn hingeschickt und gesagt, hier, ich würde was von dem nehmen, was gefällt dir so. Und dann war es eigentlich der erste, glaube ich, direkt. Ne? Ja, glaube schon. Ist. Einfach beide geil von ihm glaube ich, gepickt und die waren nice. Ich frage nur, weil es eine der wenigen Battles ist, wo wir gar kein Beat gepickt hatten, so, was aber gar nicht so schlecht war, weil wir einfach mittlerweile auch nichts mehr auf Lager haben, das nicht schon ausgelutscht war. So, umso lieber, so, wenn ihr bei uns battlen wollt, bringt Beats mit, bitte. Letzte Frage an euch beide ist, so, erstes Dilltilly Battle, wie ist so diese Erfahrung für jemanden, der noch nie ein Battle bei uns hatte? Ist es so, die Erwartungen, die ihr hattet, wurden die ungefähr erfüllt? War es anders als erwartet? So, was ist euer erstes Feeling so direkt für Leute, die noch nie ein Battle hatten, die sich überlegen, mal bei uns zu battlen? Oh, schwer. So, ich glaube, wir sind beide noch so ein bisschen dabei, es zu verarbeiten, so jetzt direkt danach. So, ich muss sagen, so ganz geschirrhaft, ich war richtig im Blackout, so, ich kann mich jetzt ans Battle so an ein, zwei Szenen so aus meiner Perspektive erinnern. Aber so, es ist auf jeden Fall anders. So, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen nicht so ganz verstanden, warum so meint, Drucksituation. Aber wenn man dann im Kreis steht, dann ist so, Alter, so alle Augen auf dich, das Licht auf dich, das unterschätzt man. Ja, auf jeden Fall. Wirklich eingeloggt sein, um das irgendwie dann durchziehen zu können. So Tunnelblick an und gib ihm. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also, wie gesagt, ich hatte ja dieses eine 2015 und das war, keine Ahnung, vor 40, 50 Leuten und da war schon Aufregung und ich dachte mir so, okay, heute sind definitiv mehr da. Bereite dich gut vor, nutz die Vorbereitungszeit. Das sollte man auf jeden Fall machen, auf jeden Fall. Nutz die Vorbereitungszeit, sonst verkackt ihr. Ja, und dann habe ich einfach gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Irgendwann hingen mir die Beats zum Hals raus, auch wenn Daos, nochmal Props an dich, Kuss, geile Beats. Erste, dritte Beat, also die beiden waren von ihm. Und ja, auf jeden Fall war es dann halt so, da habe ich die auch mal auf anderen Beats gerappt. Mir ging es dann nur um die Textsicherheit, mir war das Tempo auch scheißegal. Und ja, dann habe ich heute so gesagt, hey, komm, du hast gelernt, hau raus, habe ich. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, so, es gab einen Rewind heute. Es war auf jeden Fall vielleicht ein bisschen ungünstiger Rewind, weil du hast danach nur eine Zeile gehabt oder zwei Zeilen, die ausgelassen worden sind, oder? Nee, das war schon mehr. Das war, glaube ich, noch. Ach, was? Okay. Dann hat er sich gelohnt. Aber ich stand nur so da hinten so und es war halt irgendwie, es war eine ruhige Runde und dann wurde gejubelt so und du wurdest natürlich abgebrochen und dann kam Rewind. Und ich stand nur um so Leute rum, die sagen so, was? Du fängst jetzt nochmal neu an? Ah, du hast es durchgerockt. So. Props auch an Arno, der das Ganze gehostet hat. Ich glaube, du hast noch eine Frage gehabt oder irgendwas meintest du noch? Ich wollte nur Props an Daos Beats geben, bester Mann. Auf jeden Fall. Props an Daos Beats, bester Mann.
Und Props an euch. Entscheidet natürlich zu Hause, wer besser war. Schreibt in die Kommentare. Gerade bei Leuten, die zum ersten Mal battlen, ist es sehr, sehr interessant zu wissen, was ihr davon hält. Gebt euch ruhig einen richtigen Feedback. Ja, lasst den Experten raus. Macht Auge. Seid respektvoll bitte, aber gebt beiden MCs ein bisschen Feedback. Und wir sind auch gespannt drauf, was ihr davon hält. Ich fand es sehr, sehr stark. Ich hoffe, man sieht beide bald wieder. Wir sind raus. Peace.